巨大なる荷は早いぞ。三代目、いかに巨大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがおる。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。 So, sollte ich mich jetzt nicht täuschen? Ist dies der Kampf der Heldenroute? Wir kämpfen jetzt gerade gegen den Kyubi. Meine Frau kann irgendwo sowas sagen, die ist ja heute extrem still. Ich bin total gespannt. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, das läuft alles so, wie ich mir das überlegt habe. Das ist eigentlich eine übelst geile Idee, die ich mir gerade so ausgedacht habe. Oder allgemein schon geplant habe. Ja, du musst halt nur hoffen, dass das so funktioniert. Nicht wahr? Denn wenn ihr jetzt auf die legendäre Route geklickt habt, dann seid ihr beim Kampf von Minato gegen den maskierten Mann. Bei der Heldenroute seid ihr nämlich hier gelandet. Inzwischen muss ich das alles noch perfekt schneiden, aber das sollte kein Problem sein für mich. Ah, jetzt sitzt auf dem Sack. Von Kyubi. Ich muss auch ein bisschen lauern, ja. Du musst zu Shosa. Ich bin auch schon dabei. Sah grad nicht so aus. Du kannst am besten was zu den Charakteren erzählen, denke ich mal. Ja, also Shosa Akimichi ist der zu dem Zeitpunkt Oberhaupt des Akimichi-Clans und der Vater von Shoji, den wir noch kennen aus Naruto und Naruto Shippuden. Genau, das kleine Dickerchen. Ja, solltest du ihm aber nicht sagen. Yubi halt den Wind. Liest. Kriegst du bald wieder Unterstützung? Ja. Vom Inuzuka Clan. Es macht aber übelst Fun, auf den Taschen herumzuspringen. Ich komme gerade so vor wie Assassin's Creed. Bloß cool. Das finde ich auch irgendwie cool, dass du auch in den Kämpfen, also in den, ja, halt ganz normal in den Duell-Modi, sag ich jetzt mal, ne? Dass du dann auch außerhalb des Rings quasi mal geschleudert werden kannst. Das gefiel ihm gerade gar nicht. Kyubi に
Und ich finde das wirklich diesmal extrem zum Feedback, wie euch das SP gefällt, weil das ist wirklich was komplett Neues. Das macht, denke ich mal, eine Heidenarbeit. Das für euch so zu machen. Schnell weg! Du triffst mich doch eh nicht, Miezekatze. Nein, das ist keine Katze. Stimmt, die Miezekatze war der Zweischwänzige. Genau. Übrigens unsere coolsten. Bijou finde ich, ist so zweischwänziger. Sieht am geilsten aus. Hat zwar komische Ohrenfarben, aber naja. Das ist doch egal. Sieht trotzdem geil aus. Das ist immer keine triefende Schnecke. So wie der sechsschwänzige. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nichts gegen so eine Schnecke. Nein, nein, ich meinte jetzt den sechsschwänzigen. Gerade so, ne? Das war ziemlich knapp, du. Was? Voll Fresse, ey. Ach, schade, dass nicht gezeigt wurde, wer eigentlich der Stab ist. Ja, das finde ich auch. Ich zeigen können, weil das ist cool, weil das sich dort verwandelt. Man kann ja sagen, für die, die es nicht wissen sollten, der Stab müsste, ich glaube, Enma heißt der. Ein Affe, den der dritte Hokage mittels des Beschwörungsjutsus zu sich holen kann. Also einfach Trottogeist sozusagen. Genau. Und der kann sich dann in diesen Stab da verwandeln. Na komm, jetzt geht's los. Genau, der Nara-Clan, Shikaku. Shikamarus Vater, und was wir da sehen, müsste jetzt die Schattenart sein. Genau, der Yamanaka-Clan, für die, die es nicht wissen sollten, kann halt Besitz über die Körper von anderen ergreifen. Oder auch mit denen kommunizieren. Was wir jetzt hier sehr schön gesehen haben. Genau, damit wäre der Heldenpfad abgeschlossen, denke ich mal. Sollte. Mit dem Esra. Und da geht er down. Nee. Nee, doch nicht. Das sah gerade so aus. これで9尾はお前のものではなくなった。 この戦いは絶対に負けられない。 里の外へは追いやった。 次々に仕掛けるのじゃ。
迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。